Meine Damen und Herren, liebe Studierende, die heutige Präsentation ist ein Fotoroman, den ich gemeinsam mit Uwe Schröder im Dezember 2003 in unserer Zeitschrift Der Architekt veröffentlicht. Der Architekt ist die meistens wissenschaftliche Zeitschrift des Bundesdeutschen Architekten BDA. Sabine sagte es gerade schon, der ich seit 1993 als Redakteur und seit 2000 als Chefredakteur angehöre. Ich war also im vierten Jahr Chefredakteur und Uwe Schröder war in seinem vierten Jahr als Redaktionsbeirat in dieser Zeitschrift tätig, als wir überlegt haben, einen Fotoroman zum Thema der architektonischen Atmosphäre zu machen. Diese Jahre damals waren Jahre des Experimentierens, des Ausprobierens, wie weit man eigentlich das Format einer Zeitschrift ausdehnen kann, die sich bis dahin vor allem durch monographische Aufsätze mit einer eher dürftigen, improvisierten Bebilderung begnügte. Wir wollten mal das Gegenteil probieren. Die Thematisierung eines der Schlüsselbegriffe der damaligen, zumindest auf theoretischer Ebene geführten Architekturdebatte in einer bildbetonten Ausgabe der Zeitschrift war eins dieser Experimente. Als Vorbild dienten die Fotoromane, wie sie in Jugendzeitschriften wie Bravo oder in Boulevardblättern wie Frau im Spiegel in den 70er Jahren regelmäßig, wenngleich mit nicht ganz so abstrakten Themenstellungen erschienen sind. Der Bildaufbau und die Erzählstruktur knüpfte indes eher an zeitgenössische Comics an. Unmittelbares Vorbild für den Abenteuerroman, den wir damals verbildlichen wollten und zu dem sich diese Geschichte dann entwickelt, waren zweifellos die Tintin-Bildergeschichten, also die Tim und Struppi-Comics des belgischen Zeichners Hergé. Jede Geschichte der Gralssuche, die hier in ironischer Anlehnung an den mittelalterlichen Heldenroman als Aventüre bezeichnet wurde, haben wir mit zielgerichteten Fotospaziergängen mit einer kleinen Minolta-Kamera erarbeitet. Bilder, die sich so nicht machen ließen, haben wir durch Fotos aus dem Internet ergänzt, die zur gewünschten Bildsprache passen sollten. Und aus dieser Arbeitsweise, die fast eklektizistisch bestimmte Elemente der zeitgenössischen Bildkultur und des zeitgenössischen Denkens über Architektur kombiniert, entsprang, zumindest in unserer damaligen Wahrnehmung, eine streckenweise bewusst zum Kitsch tendierende, mit der gebotenen Selbstironie, aber in der Tat nicht ohne die gleichfalls gebotene Ernsthaftigkeit bei der Argumentation inszenierte Erzählung. Um eine Bildsprache jenseits der Fotografie zu bekommen, habe ich damals mit einem heute nicht mehr erhältlichen, vorsintflutlichen Grafikprogramm für MS-DOS in einer für jedes Bild immer identisch durchgeführten Kette von Bearbeitungsschritten das hier vorliegende grafische Bild erzeugt. Parallel dazu haben Uwe Schröder und ich anhand der vorliegenden Bildreihe die Dialoge teils geschrieben, teils improvisiert. Die redigierten Dialoge haben wir dann als Sprech- und Denkblasen in die parallel bearbeiteten Fotos eingefügt. Das erklärt so manche Ungeschicklichkeit und Ungereimtheit bei der Bildfolge. Nach etwa 3 Wochen Arbeit am Roman war das Heft druckfertig. Die Reaktionen waren beachtlich. Mehrere BDA-Architekten drohten damals mit ihrem Austritt. Viele glaubten, die Ausgabe sei das endgültige Ende einer bis dahin ernstzunehmenden Zeitschrift. Andere, nicht nur jüngere Leser und Leserinnen, waren begeistert. Einige behaupten heute noch, wenn man sie darauf anspricht, das Erscheinen dieser Ausgabe sei erst der Grund für ihren Eintritt in den BDA gewesen. Ob das tatsächlich so war, sei mal dahingestellt. Ein erstes Mal haben wir den Roman tatsächlich in einer Diaschaufassung bei der Kölner Architekturwoche Plan, ich meine, es sei im Jahre 2010 gewesen, gezeigt, ohne eine weitergehende Publikumsresonanz. Anlässlich des diessemestrigen Architectural Tuesdays zum Thema Atmosphäre wollten wir aber erneut den Versuch einer Präsentation wagen. Diesmal mit der Überlegung, die Bildgeschichte zu vertonen mit den beiden Protagonisten von damals. Sprechen können wir noch. Insofern bleibt euch und Ihnen jetzt das Urteil überlassen, ob unser Revoluzzer-Format von damals nur noch ein amüsantes historisches Beispiel eines anderen Umgangs
mit Architekturtheorie ist oder ob es tatsächlich vielleicht noch ein Beitrag zu einer Diskussion ist, über die Atmosphäre nämlich, die bei weitem nicht abgeschlossen ist. Die Präsentation dauert etwa 20 Minuten. Danach sind Uwe Schröder und ich noch zur Diskussion da. Viel Spaß. So, Moment. Moment. Top vorbereitet. Sieben Atmosphären. Eine architekturräumliche Gralssuche. Eines Abends. Kannst du kommen? Wir müssen etwas besprechen. Los Glück, mein Freund. Kurz darauf. Am Ziel. Erste Aventüre im Studierzimmer. Es geht wieder mal um die Frage der Atmosphäre. Das dachte ich mir schon. Ist die Produktion von Atmosphären eine wesentliche Aufgabe der Architektur? Ist das Gebäude eine Bühne? Und seine Gestaltung eine Frage der Inszenierung? Können wir Atmosphären überhaupt so erzeugen, dass sie von jedem ähnlich wahrgenommen werden? Und wollen und dürfen wir das eigentlich? Vielleicht finden wir Trost in der Philosophie. Gernot Böhme, Ästhetik, Vorlesung über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Für Böhme ist vor wahrnehmungstheoretischem Hintergrund die Atmosphäre nur als aktuelle Wahrnehmung zu haben. Mit Aristoteles begreift er den Raum als Medium und seine emotionale Tönung, die Stimmung, als Anregungszustand. Die Atmosphäre eines Raums ist unsere erste Wahrnehmungswirklichkeit, bei der Subjekt und Objekt miteinander verschmelzen. Die Atmosphäre ist die Anregung eines gemeinsamen Zustands von Subjekt und Objekt. Der Gegenstand ist zwar mitbeteiligt am Zustandekommen der Atmosphäre, aber er ist nicht Träger oder Ursache dieser Qualität. Wirklich ist in diesem Sinne nur das in aktueller Wahrnehmung Gegebene, also die Atmosphäre. Real, was dinglich dahinter steht. Dieser ästhetischen Auffassung entgegengesetzt sieht Böhme die gesellschaftliche Praxis, dass ästhetische Berufe durch Arrangements Atmosphären erzeugen, die vermeintlich objektiv wahrnehmbar sind. Und genau das ist unser Problem. Ludwig Fromm, Architektur und sozialer Raum, Grundlagen einer Baukulturkritik. Der pragmatische Ansatz von Fromm geht davon aus, dass architekturräumliche Strukturen die Aufgabe haben, die Lebenswelt und damit die menschliche Psyche zu reproduzieren. Zwei grundlegende Eigenschaften von Architektur sind deshalb die Förderung der Identität und die Stärkung der Persönlichkeit. Sie muss also Gestaltqualitäten entwickeln, die positive physische und psychische Resonanzen erzeugen. Dazu gehört auch das Atmosphärische,
Architektonische Atmosphären fußen für Fromm auf zwei sehr unterschiedlichen Charakteristika, ihrer Präsenz und ihrer archetypischen Erinnerungsmuster. Beide Gestaltmerkmale nehmen wir unmittelbar und ohne Deutungszwang wahr. Fromm geht davon aus, dass solche Atmosphären in ihrer Wirkung beim Menschen Empfindungszustände des physischen und psychischen Aufgehobenseins auslösen. Ein Gebäude konstruieren heißt, eine Atmosphäre zu konstruieren. Mark Whitley. Ich glaube, diese Atmosphäre, diese Auffassung der Atmosphäre trifft noch nicht den Vollbegriff, den wir meinen. Martin Seel, eine Ästhetik der Natur. Seel geht anders vor. Seel spricht analog zur ästhetischen Wahrnehmung, die sich am Naturschönen orientiert, vom ästhetischen Herstellen, das auch für den Begriff der Atmosphäre gilt. Diese ästhetische Praxis zielt entweder auf kontemplative Aufmerksamkeit, korrespondive Vergegenwärtigung oder bildhafte Imagination. Die kontemplative Aufmerksamkeit gilt Dingen im Raum, so dass das leiblich-sinnliche Wahrnehmungsvermögen des Menschen in dieser Hingabe spürbar wird. Die korrespondive Vergegenwärtigung gilt Möglichkeiten des individuellen oder kollektiven Lebens, so dass ihre Bedeutung im Zusammenhang dieses Lebens deutlich wird. Die bildhafte Imagination gilt der Begegnung mit menschlichen Sichtweisen der Welt, so dass zugleich die Möglichkeit ihrer erfindenden Darbietung zu Bewusstsein kommt. Wenn wir annehmen, dass unsere ästhetischen Urteile aus der Beschäftigung mit dem Naturschönen entspringen, müssen wir skeptisch gegenüber der künstlichen architektonischen Atmosphäre sein. Denn volle Naturschönheit erkennt Seel erst in der ungezwungenen Erscheinung der Naturformen. Die eigentliche Ästhetik findet er dort, wo Natur ein unveranstalteter Lebenszusammenhang ist. Wir werden uns auf die Suche machen müssen, um mehr über die Entstehung und die Wirkung von Atmosphären zu erfahren. Tags darauf, zweite Aventüre in der City. Die Stadt ist hier wie ein Theater aufgebaut. Wie Palladius Theatrum Olympico. Der Straßenraum ist der Auftakt zur Inszenierung eines Schauspiels. Im Innern der Häuser eröffnen sich Wunschräume und Spiegelräume. Die Teilnahme am Schauspiel der City bedeutet, die Inszenierung des Individuums. Dazu gehört, dass man beobachtet und beobachtet wird. So suggeriert die City eine Gesellschaft, die es gar nicht gibt. Unendliche Spiegelung der Oberflächen erzeugt aber nur ein zweidimensionales Bild. Es entsteht kein eigentlicher Ausdruck des Raums. Das Theatralische ist nur momentan wirksam. Nur die ständige Erneuerung eines Eindrucks hält diese Form der Atmosphäre lebendig. Sobald wir durchschauen, wie die Atmosphäre gemacht ist, bricht die stimmungsvolle Spiegelung zusammen. Muss der Architekt den Umgang mit dem Schein beherrschen? Oder finden wir einen anderen Zugang zur Atmosphäre?
dritte Aventüre, die B-Ebene. An solchen Orten hat man nie den Eindruck, dass sie fein gemacht sind. Es sind grobe Orte. Gerüche, Geräusche, Licht und Dunkelheit wirken hier besonders intensiv. Die Anwesenheit von vielen kann genauso beklommen machen wie die völlige Abwesenheit von Menschen. Es sind Räume des Transfers. Die für Bewegung und Geschwindigkeit gemacht sind. Die Atmosphäre der Verunsicherung wird durch den Verlust der Orientierung unter der Erde gesteigert. Die Räume haben keinerlei bergenden Charakter. Diese Situation ist atmosphärisch stark, aber architektonisch kaum zu fassen. Ich glaube, auch hier finden wir noch keine Antwort auf unsere Frage. Vierte Aventüre, das Museum. Bei diesem Bauwerk ist ein hoher Grad der Präzision erkennbar. Man hat das Gefühl, dass hier ein Ort ist, an dem Konzentration und Kontemplation möglich sind. Die Architektur hat eine atmosphärische Qualität, ohne absichtsvoll oder inszeniert zu wirken. Der Architekt ist vom Raum, nicht vom Effekt ausgegangen. Der Raum ist ambivalent. Er versetzt uns permanent von innen nach außen und von außen nach innen. Gerade aus dieser Offenheit resultiert die Atmosphäre des Museums. Das Material spielt eine wichtige Rolle. Es bietet eine anregende Oberfläche, die die Konzentration nicht stört. Trotzdem ist die Bildhaftigkeit des Baus manchmal übertrieben. Das Raue des Betons, das Kühle des Metalls, die Farbe des Steins. Material und Konstruktion werden spektakulär und erzählerisch. Auch hier ist die Atmosphäre künstlich. Wir merken, wie gut sie gemacht ist. Wir müssen also weitersuchen. Fünfte Aventüre, die alte Radrennbahn. An der Peripherie. Wir sind an der Grenze der Stadt. In
Inzwischen überlagert die Natur die alte Architektur fast vollständig. Das Nebeneinander von verfallendem Menschenwerk und ausgreifender Natur erzeugt eine unwiderstehliche Atmosphäre der Sentimentalität. Es ist aber nicht nur das formal Pittoreske, das hier wirkt. Wir erleben eine Aufladung der Situation durch die Geschichte, die unsere Fantasie nachschöpft. In unserer Vorstellung belebt sich die alte Rennbahn wieder. Mit der imaginären Erinnerung stellt sich Melancholie ein. Die Vergänglichkeit der Architektur übertragen wir auf die eigene Person. Die Betroffenheit über das allmähliche Verschwinden des Bauwerks wird zum Gefühl der eigenen Vergänglichkeit. Eine solche Überlagerung von Zeitschichten, Erinnerungen und Gefühlen können wir nicht architektonisch erzeugen. Nein, sie entsteht ohne unser Zutun. Wir sind noch nicht am Ziel. Daraufhin sechste Aventüre auf der Wallfahrt. Schon von außen meldet die Kirche ihren atmosphärischen Anspruch an. Ein Kristall am Berg. Das Kristalline des Äußeren wird im Inneren zur Höhle mit unabsehbarer Höhe. Dabei ist es dem Architekten wohl darauf angekommen, etwas nie Geschautes, Geheimnisvolles und Erhebendes zu bauen. Mit Material. Und Licht versucht er die Neubildung einer Archetypenkette. Von Kristall, Dom und Kuppel, die jedoch ein Einzelfall geblieben ist. Damals ging es um die Aufgabe, dem schwindenden religiösen Gefühl einen neuen Ausdruck zu geben. Trotz der Kristalllinien, naturähnlichen Formen erkennen wir die sakrale Atmosphäre des Baus als künstlich. Die Anstrengung aller Mittel zur Erzeugung der Atmosphäre macht den Bau zu einer singulären Erscheinung mit individueller Handschrift. Obwohl man sich der Wirkung des Innern nicht entziehen kann, gibt die Wallfahrtskirche keinen Hinweis, wie wir heute eine architektonische Atmosphäre erzeugen können. Dann auf dem Weg zur letzten Aventüre. Später. Siebte Aventüre. Die Industrieanlage.
Schließlich? Diese riesige Anlage ist planvoll, aber ohne architektonische Absicht gebaut. Der Plan, der ihr zugrunde liegt, ist nicht durchschaubar. Die flächenhafte Ausdehnung überfordert die optische Wahrnehmung. Die Wiederkehr immer ähnlicher Elemente ist analog zur Erscheinung von Naturräumen. Aus der Ferne ist nur die Silhouette erkennbar. Aus der Nähe erkennt man den Zusammenhang der Bauteile nicht mehr. Die Größe der Anlage wird durch die Beleuchtung, die metallenen Körper, durch Geräusche und Gerüche gesteigert. Ähnlich wie in der Natur gibt es auch hier das Gefühl der Gefährdung. Hier gibt es nur konturlose Räume ohne genau definierbare Oberflächen, die man am besten in der Bewegung wahrnimmt. Man traut diesem Komplex ein Eigenleben und die Fähigkeit zur Selbstreproduktion zu. Fast wie die Natur selbst. Wir sind am Ende der Suche. Mehr können wir nicht finden. Zwei Wochen später. Oslo Airport. Dann. Nach einigen Stunden. Epilog. Probe aufs Exempel. Die Natur ist der einzige Ort, wo die Wahrnehmung einer Atmosphäre in ihrer Ureigenart möglich ist. Denn wir müssen feststellen, dass jede Architektur mehr oder weniger absichtsvoll atmosphärisch ist. Die Intensität einer Atmosphäre hängt wiederum von dem Maß ab, in dem sie in uns eindringt und sich ablagert. Jeder bewusste Versuch der Formulierung einer Atmosphäre ist erkennbar. Er bleibt oberflächlich. Und birgt das Risiko der Manipulation oder der Produktion von Schein. Dahinter steht vielleicht die Idee, dass wir die Atmosphäre der Natur künstlich nachahmen können. Atmosphäre entsteht jedoch von selbst. Aus uns selbst heraus. Es hängt von unserer Konditionierung, unserer Prägung und unserer Sensibilität ab, welche Atmosphäre wir wie stark spüren. Deshalb darf Architektur Atmosphäre nicht konstruieren, nicht zum Plan erheben. Nur durch die konsequente Vernachlässigung erzeugen wir die Atmosphäre, die wir meinen. Ja, wunderbar. 7 Atmosphären. Eine architekturräumliche Gralssuche. Wunderbar war das. Vielen Dank. Es war nicht live, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend.
Und ich habe noch nicht in den Chat geschaut, aber ich habe direkt am Anfang gedacht, da sind ja so viele Fragen drin, die auch hier sicherlich gerne nochmal diskutiert werden können, bevor ihr euch auf diese Suche begeben habt. Hat denn jemand eine Frage direkt vielleicht, bevor jetzt vielleicht die Studierenden des Kollektivteams dann vielleicht auch ein paar Fragen einfach raussuchen und die dann auch hier vorlesen können? Ist denn schon was drin? Sagt mal jemand was? Mariola? Hast du was gesehen? Nee. Gut, im Chat gibt es noch nichts. Okay. Hat denn jemand eine Frage, eine Anmerkung? Möchtet ihr noch was sagen, Andreas oder Uwe, vielleicht noch mal zur Entstehung? Oder? Naja, also, hier gibt es eine Frage. Hier gibt es eine also, Frage von Claudia Paul vielleicht. Ja, hallo. Als Nicht-Kölnerin wüsste ich gern, wo diese alte Radrennbahn ist. Ich habe versucht, sie zu finden bei Google und nicht gefunden. Wo ist dieses? Die ist mal in der Bonner Nordstadt gewesen. Die gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und zwar war die am, wie heißt er denn? Ist es Lievelingsweg? Also direkt am Verteilerkreis nach Köln, die hat die gelegen. Das war ein wunderschönes Teil aus den 20er Jahren, was damals, also wie gesagt, die Fotos sind von 2003, was damals schon in einem rapiden Zerfallszustand war, wo man sich eigentlich gewundert hat, dass die Denkmalpflege da nicht eingegriffen hat, weil das wirklich ein Unikum eigentlich war. Wunderschöne Anlage, die dann, ich glaube, in den späteren 2000er Jahren abgerissen worden ist, um einer Wohnbebauung Platz zu machen. Heute stehen da große Supermärkte unter anderem. Bisschen schade. Ich habe hier eine Nachricht bekommen. Mega Vortrag, genau das ist Architektur. Ich bin absolut geflasht. Ist jetzt keine Frage, aber wenigstens ein Beitrag. Danke. Dann mache ich mal weiter. Also erstmal bin ich geschockt, wie du aussahst vor 18 Jahren, Andreas. Weil ich dich da eben noch nicht kannte. Und es sind ja jetzt eben schon 18 Jahre vergangen. Ist euch in der Zeit noch eine Filmsequenz eingefallen oder würdet ihr noch eine Atmosphäre hinzufügen? Also wenn ich darauf antworten soll, ich denke nicht. Ich glaube, das ist so gut, wie es damals gewesen ist. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, diese unterschiedlichen Sequenzen, diese unterschiedlichen Orte zu finden und haben uns darum bemüht. Und das war auch schon nicht so einfach, die so einfach zu bestimmen und so weiter. Und am Ende ist das ja aufgelöst eigentlich dadurch, dass wir so eine, versucht haben, so eine Naturszene nachzustellen bei Oslo. Da könnte man sich natürlich vorstellen, dass es auch noch andere gäbe. Man hätte vielleicht einige andere Naturorte finden können, die man noch um vielleicht noch verschiedene andere Atmosphären vorzustellen. Das hätte man schon noch machen können. Schließlich sind wir beide auch in der Zwischenzeit in den 18 Jahren oder so das ein oder andere Mal gereist. Da hätten wir noch einen Nachschlag geben können. Ja. Ja, vielleicht wäre es auch nochmal interessant gewesen, so im Nachhinein, eine Architektur in unmittelbarer Verbindung mit Natur nochmal zu betrachten. Also da, wo die Dinge ineinander übergehen, also wo Natur sozusagen in die Architektur eindringt oder die Architektur sich in Natur auflöst. Also wo die Grenze noch stärker verwischt als bei den Dingen, die wir jetzt betrachtet haben. Und da würde sich die Frage natürlich weiter klären. Also würde sich genau zwischen diesen beiden unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen vielleicht noch besser entscheiden lassen. Ja, und vielleicht könnte man auch, das ist wahr, vielleicht könnte man aber auch, sagen wir mal, noch andere Orte, die uns heute vielleicht stärker interessieren, in den Blick nehmen. Also
Ich meine zum Beispiel die Peripherien unserer Städte. Mhm. Und dort nach Atmosphären Ausschau halten. Die sind nicht immer so eindeutig, ne, weil uns diese Orte immer als vermischte Orte vorgestellt werden, uns vorkommen als vermischte Orte. Aber ich glaube, es wäre im Besonderen, auch wenn ich jetzt daraus sozusagen eine entwerferische Praxis ableiten wollte, dann wäre es sicherlich interessant, solche Atmosphären aufzuspüren und dann über eine Intervention nachzudenken, um im Grunde genommen solche Orte auch identifizierbarer zu machen. Mhm. Wir können ja zugunsten von Atmosphären eingreifen in die Architektur, also Atmosphären oder Charaktere von Atmosphäre. Mhm. Das würde uns in die Lage versetzen, auch die Peripherie als eine Sammlung von Orten zu verstehen, die durchaus eben sich voneinander unterscheiden, wenn wir jetzt an die entwerferische Praxis denken. Da fällt mir auch noch zu ein, ich hatte mich vorher schon verschiedene Male mit der eigentlich mit der Ästhetik von Industrielandschaften beschäftigt. Ich bin ja in Dortmund geboren und bin da sehr viel unterwegs gewesen, zumindest zu einem Zeitpunkt, als ich das schon bewusst wahrnehmen konnte. Und da sind mir natürlich auch so Orte aufgefallen, die über eine spezifische Atmosphäre meiner Auffassung nach verfügten, die aber überhaupt nicht architektonisch gefasst waren. Was weiß ich, die Abraumhalde, der tote Wald oder was der Himmel was. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt hier nur so bedingt vorkommen, weil sie eben tatsächlich sich dem architektonischen Kontext und der architektonischen Fassbarkeit entziehen. Trotzdem haben diese Orte eine sehr eigene Wirkung, glaube ich, auf das Empfinden von Menschen. Und je sensibler sie mit solchen Dingen vielleicht konfrontiert sind und je häufiger sie damit aufgewachsen sind, je eindrucksvoller kann sowas auch sein. Aber das hat eben nicht unbedingt den Vorteil, dass sich das entwerferisch umsetzen lässt. Und vielleicht könnte man auch noch ergänzen, man könnte noch die Frage stellen, was Natur eigentlich ist und was uns natürlich vorkommt. Also man könnte auch noch verschiedene Formen der Kulturlandschaften betrachten. Ne? Von innerstädtischen Kulturlandschaften, Friedhöfe, Schrebergärten und so weiter. Aber eben auch von Kulturlandschaften, also ich meine jetzt zum Beispiel agrarwirtschaftlich geprägte zum Beispiel, die wir vielleicht auch der Natur zurechnen, weil unsere Vorstellung von der Natur eine ästhetische ist. Also natürliche Natur finden wir ja nicht mehr, aber diese Formen der Kulturlandschaften, das mal auszuloten, was wir eigentlich als natürlich wahrnehmen. Welche Art von Landschaften das sind. Ja. Würde das unsere Konsequenz verändern, die wir damals gezogen haben? Die war ja damals ablehnend gegenüber dem manipulativen Einsatz von Atmosphären in der Architektur. Ja, ich glaube nicht. Also auch Seel, für Seel ist die Natur eine ästhetische. Ja. Also auch Seel würde das genauso beantworten. Glaube ich auch. Ich glaube, das würde auch jeder von uns hier wahrscheinlich unter Umständen verschieden einschätzen. Also wo wir davon sprechen würden, dass wir wenn wir uns auf dem Lande bewegen zum Beispiel, wir uns in einer mehr oder weniger natürlichen, an natürlichen Orten wiederfinden. Mhm. Ich glaube, das ästhetische Urteil darüber, was wir natürlich empfinden, ist maßgeblich dafür. Mhm. Und ich denke, dass das Seel das in gleicher Weise eingeschätzt hat. Mhm. Und da war unsere Wahl natürlich irgendwie so ein bisschen übertrieben, vielleicht auch am Ende, dass wir sozusagen ans Ende der Welt gefahren sind und da irgendwie eine tatsächlich scheinbar natürliche Natur gesucht haben. Ja, ja. Auch das mit dem Lagerfeuer ist natürlich dick aufgetragen. Ne?
Das war deine Idee. Alle Klischees erfüllt, die man sich jetzt unter dem Fjord in Norwegen vorstellen könnte. Ja, ja, mit dem Feuer. Mhm. So, gibt es noch Fragen? Oder? Der Jost meldet sich da gerade. Jost Moser. Also ja, was die Baugeschichte angeht, da fände ich auch, was die Atmosphären betrifft, eben sehr gut die Sakralarchitektur und die Herrschaftsarchitektur. So denke ich auch gerade, was die Natur betrifft. Also im Mittelalter war Gott ja für den Menschen überall. Der war nicht nur in der Kirche, wie wir das heute haben, sondern war in der Natur und überall. Aber trotzdem haben eben die Kirchen ganz bewusst, oder wurden die Kirchen ganz bewusst so gebaut, um einen atmosphärischen Raum wirklich, wir können, wie ihr es gesagt habt, manipulativ zu erzeugen. Also das fände ich noch, ich weiß nicht, ob wie man das auf heute noch praktisch adaptieren kann, aber aus Sicht, als atmosphärischer Betrachtung finde ich das durchaus sehr interessant. Ja. Ja, dazu kommen ja noch so weitere Ebenen treten hinzu, nicht? Also wenn wir einen Sakralraum betreten, dann gibt es zum einen ja sozusagen auch diese Dimension der Entschleunigung, also die Zeit scheint in gewisser Weise stillzustehen. Dann gibt es die beeindruckende oder oft beeindruckende Einführung des Lichts. Dann gibt es eben den Weihrauch, die Wolken, die im Inneren dann aufsteigen. Dann gibt es eben den Gesang dazu. Und es gibt am Ende auch noch, ich nenne es jetzt mal erstmal despektierlich, die Kostüme, in denen die Protagonisten auftreten und so weiter. Und das alles erzeugt natürlich eine Intensivierung des Atmosphärischen. Es ist nicht nur die Ebene des Baus selber, sondern es ist eben auch der Akt dessen, was sich dort der Akt, der dort aktualisiert wird. Ja. Im Grunde ist das das gesellschaftliche Ereignis, ne? Was da passiert. Und durch die Menschen entsteht sowas wie eine besondere Atmosphäre, ne? Das haben wir tatsächlich nicht so sehr berücksichtigt, ne? Das taucht ein bisschen in der City-Aventüre auf, aber das ist nicht so klar geworden damals, ne? Aber das hätte man tatsächlich genau dieses ritualistische und von Vorgängen, von Akten gekennzeichnete Miteinander von Menschen löst ja mindestens genauso atmosphärische Eindrücke aus wie die Situation als solche, die unbelebte. Also, Andreas, mich wundert jetzt im Nachhinein, dass du nicht den Vorschlag gemacht hast, ins Fußballstadion zu gehen. Ja, das ist richtig. Das wäre genau richtig gewesen, ne? Ja. Hätte von dir kommen müssen. Ja, das ist mir damals nicht eingefallen. Ja. In dem Zusammenhang, was du, Andreas, gerade gesagt hast, gerade noch ein Gedanken, eine Frage ist mir gekommen, auf die mich mit deiner Antwort interessieren würde, Andreas. Ist Atmosphäre auch dort, wo kein Mensch ist? Gar keine? Gar keine. Ja, das ist eine wichtige Frage. Habe ich anlässlich unseres Architectural Tuesdays auch mal wieder drüber nachgedacht. Ne? Das ist so ein bisschen wie, gibt es Kunst ohne Betrachter? Ne? Ist ein Bild, das ich auf einer einsamen Insel aufhänge, wo es niemanden gibt, der es jemals sehen wird, ist das Kunst oder ist es nicht ein Artefakt? Das kann ich letzten Endes gar nicht so genau beantworten. Also das würde voraussetzen, dass ich immer dann, wenn ich über diesen Ort nachdenke, von dem du sprichst, ich mir imaginiere, wie er ist und damit auch eine Assoziation verbinde, wie ich ihn empfinden würde. Sonst käme ich ja gar nicht darauf, dass er überhaupt eine Atmosphäre hätte oder haben könnte. Aber das ist natürlich irgendwie so ein abstrakter Vorgang. In dem Moment, in dem ich ihn tatsächlich wahrnehme, nehme ich ihn als Atmosphäre eines Ortes wahr. Und solange er eigentlich nicht da ist, kann er keine haben. Ja,
An dem Moment, in dem ich drüber nachdenke, ist es passiert, glaube ich. Das ist eine Frage der Einbildungskraft auch. Aber eigentlich werden wir das auch nicht herausfinden können. Ne? Nee. So, es ist ja im Grunde genommen immer, es ist immer die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Ne? Und das, was sich dazwischen als Beziehung aufbaut, ist atmosphärisch. Hermann Schmitz spricht da zum Beispiel vom Sachverhalt. Ja? Ihn interessiert jetzt nicht mehr das Ding an sich, es interessiert ihn auch nicht der Betrachter an sich, sondern der Sachverhalt, also das, was zwischen Ding und Betrachter sich aufspannt. Und das, da entsteht Atmosphäre. Und wenn dieser Sachverhalt ist eben dann tatsächlich an den Betrachter geknüpft. Das heißt, also eigentlich also können wir es nicht herausfinden, ohne den Raum zu betreten. Und eigentlich müssten wir das verneinen, es sei denn, so wie Andreas es dargestellt hat, wir stellen es uns vor. Ich meine, das ist für das Entwerfen von Architektur natürlich bindend erforderlich, ne? Weil du musst ja über etwas nachdenken, was du dir tatsächlich nur imaginieren kannst, wo du den Eindruck hast, okay, wenn ich eine bestimmte Kombination von räumlicher Proportion, von Material, von Licht, von Farbe, von Geruch, wie auch immer, was alles dazugehören mag, indem ich das kombiniere und zu einer wahrnehmbaren Einheit verschmelze, in dem Moment erzeuge ich einen Raum, von dem ich glaube, dass er eine bestimmte Atmosphäre hat. Und wenn du das nicht tust, erzeugst du vielleicht etwas anderes, aber eben nicht den Raum, den du mit dieser Atmosphäre assoziierst. Deswegen. Und was dann ja noch hinzukommt, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Raum erlebt, sondern dass ich, mir ja, also wenn das alles so ist, wie wir gerade gesagt haben, wie ihr gerade gesagt habt, ich ja als derjenige, der das für ganz viele andere Menschen, Mitglieder einer Gesellschaft oder sowas entwirft, sich erdenkt, auch mal darüber nachdenken muss, was passiert, wenn die das dann ohne mich betreten oder in welcher Konstellation auch immer, ne? Aber wie nehmen die das dann überhaupt wahr? Ja, das ist genau der springende Punkt, ne? Inwieweit können wir davon ausgehen, dass wir in bestimmten Bereichen eine ähnliche Konditionierung haben, eine ähnliche Prägung, ein ähnliches Empfinden, eine ähnliche Wahrnehmung. Ich vermute, dass sich das schon durch Kulturkreise unterscheiden lassen würde. Alleine die Vorliebe für Farben oder die Abneigung gegenüber Farben, ein räumliches Empfinden, weiß der Himmel was. Ne? Ich glaube, dass sich da alle so unterscheiden können, dass man vielleicht von dieser verallgemeinerbaren Bildung von Atmosphären gar nicht sprechen kann. Ja, in jedem Fall ist es natürlich, wenn wir an das Gebäude denken, sowas wie eine Funktion, die wir dem Gebäude hinterlegen können, eine Funktion als ja, hinterlegte Gebrauchsabsicht. Aber diese Gebrauchsabsicht muss dann eben offen sein und dann möglicherweise eben auch verschiedene Atmosphären ermöglichen. Ne? Nicht nur eine, die dann als Zwang irgendwie, als zwanghafte Rahmenbedingung sich darstellt, sondern die Ermöglichung von unterschiedlichen Atmosphären. Ja, nochmal, bei Wittgenstein oder von Wittgenstein gibt es ja den Aphorismus, ich glaube, ich habe den hier schon mal in diesem Kontext erwähnt. Gute Architektur, man erkennt sie daran, man möchte ihr mit einer Geste folgen. Das ist ja weitreichend, was der da sagt. Nämlich, dass es eigentlich, ihm geht es, glaube ich, dabei um den Raum, dass es eine Form von Raum geben kann, die man so empfindet, dass man irgendeine Form sich zu irgendeiner Form von Gestus animiert fühlt. Das kann man sehr gut beobachten, wenn Menschen, die nicht gerade Architekten oder nicht gerade Kunsthistoriker sind, eine wirklich riesig große Kirche betreten und dann sich dem Raumeindruck öffnen und tatsächlich irgendwie so eine, wie auch immer, öffnende Geste, sich erweiternde Geste vollziehen, um ihrem Erstaunen über den Eindruck des Raumes Ausdruck zu geben. Das könnte damit gemeint sein. Ne? Und in solchen Fällen scheint offensichtlich auch ein ähnliches Empfinden sehr nahe zu liegen.
Aber das ist dann natürlich sehr allgemein, weil es sich auf eine bestimmte Größe oder eine Erhabenheit des Raums oder sowas bezieht. Vielleicht ist das so, sind solche Kategorien die am leichtesten zu verallgemeinernden. Vielleicht mal wieder auf die Baugeschichte bezogen. Also spätestens seit der Antike waren ja Proportionen, auch musikalische Proportionen und so weiter, ein extrem wichtiger Bestandteil der Bauwerke. Das ist in den letzten Jahrhunderten, so habe ich den Eindruck, oder eher gerade im letzten Jahr vielleicht eher verloren gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass durch diese, ich sage, nenn es mal Maßnahmen, so eine Atmosphäre, wo es die auch möglichst alle entsprechend praktisch animieren konnte, auch da geschaffen wurde, also dass die geschaffen werden sollte. Mhm. Ja, ich glaube, man kann da noch ergänzen, das ist, was extrem wichtig ist und also für die Bildung von Atmosphären sind natürlich Proportionen, das glaube ich auch, aber darüber hinausgehend eben natürlich auch die Materialien zum Beispiel. Also nochmal zu Hermann Schmitz. Hermann Schmitz spricht von den Halbdingen, also von den flüchtigen und nicht dauerhaften Einwirkungen oder Bewirkungen von Atmosphäre. Also zum Beispiel Licht oder vielleicht auch Wärme oder so etwas. Und wir haben ja, wenn wir über Materialien nachdenken, dann scheint es ja so, als hätten wir diese gefühlsmäßige Wahrnehmung den Materialien auch zugeordnet. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass Holz ein warmes Material ist, kalt, dagegen ist es Metall oder so. Und solche ich sag mal, im Material abgespeicherten Gefühle, sag ich mal, die wir mit dem Material verbinden, sind von entscheidender Bedeutung. Wir kennen das ja, wenn wir uns zum Beispiel an Orte begeben, wir haben ja eben auch in unserem Beitrag da den einen oder anderen gezeigt, diese U-Bahn-Station oder so etwas, aber ich denke da auch gerne an Flughäfen. Es sind oft diese Orte des Transfers, die oft mit sehr robusten und unzerstörbaren Materialien ausgestattet sind, spiegelnde Oberflächen, Edelstahl, Glas, ja, glänzender Granit und solche Sachen, die einem den Aufenthalt an solchen Orten erschweren oder verunmöglichen. Also ich glaube, dass das Material eine entscheidende Bedeutung hat in der Bildung von Atmosphären. Ja, in Jos Brosas Richtung geht im Grunde das Nachdenken über Architektur bei Oswald Matthias Ungersen. Der war ja sehr fest davon überzeugt, dass seine Raumformgebung, die immer sehr stark mit Proportionen korreliert waren, eigentlich haben die Räume von Proportionen gelebt, dass die dem empfindenden Menschen ohne weiteres erlebbar sind. Also ohne, dass er weiß, es handelt sich jetzt, was weiß ich, um einen Raum, der so oder so proportioniert ist in den und den Verhältnissen, sondern durch die bloße Anwesenheit in der richtigen Proportion des Raumes sollte der Mensch ein Gefühl dafür kriegen, dass er da gut aufgehoben ist. Das ist, glaube ich, viel verlangt. Ich bin nicht sicher, ob das bei allen Menschen gleich entwickelt ist, dieses Phänomen oder diese Wahrnehmungsfähigkeit. Aber der Ansatz ist interessant, ne? Weil er eigentlich natürlich aufgrund seiner historischen Studien zu solchen Raumproportionen gelangt ist, die er als ideal beschrieben hätte. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen jetzt nicht seine Erfindung gewesen, sondern da stützt er sich ja sozusagen auf die Architekturgeschichte ab. Und das ist ja auch klar. Also ich meine, wenn wir Proportionen wählen, oder wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir über diese Proportionen nach im Vergleich mit uns selbst. Das heißt, wir entwickeln diese Proportionen aus unseren eigenen, aus Ableitungen von unseres eigenen Körpers. Also der Fuß und so weiter, das Vielfache davon, die Größe der Öffnung, die im Grunde genommen so geschaffen ist, dass wir bequem hindurchgehen können. Dass wir aber auch in der Öffnung vielleicht verweilen können und so weiter. Die Dinge haben eine innere Verwandtschaft
und die Dinge haben eine Verwandtschaft zu uns. Und deswegen ist diese Arbeit mit Proportionen eigentlich, ich sag mal, meiner Auffassung nach überhaupt gar nicht verzichtbar. Wir haben noch zwei neue Fragen im Chat. Ich lese einfach mal eben vor. Nämlich fragt der Lukas Württemberger, wie verhält sich Wertigkeit von Atmosphären in allgemeinen Räumen, beispielsweise in einem Wohnraum? Ja, ich glaube, allgemeine Räume, ein Wohnraum, das ist eigentlich gar kein Unterschied. Also ich kann vielleicht aus der eigenen Erfahrung Folgendes nochmal berichten. Das erste Haus, das ich selber gebaut habe, da kam es mir im Inneren darauf an, dass es möglichst alles, sollte alles bündig sein, war alles auf Proportionen aufgebaut, die Wände mussten weiß sein und so weiter und so weiter. Dann habe ich 20 Jahre später diesen Bau noch einmal unter meine Finger bekommen und habe das Konzept war dann einfach, die Farbe weiß vollständig aus dem Bau zu entfernen. Das heißt, da mussten dann teilweise eben die Lichtschalter weg und dann mussten die Türen weg und dann mussten natürlich alle Wände mussten neu gestaltet werden. Das heißt, der Bau ist vollständig polychrom geworden. Und das ist vor allen Dingen eine totale Verwandlung, was die Atmosphäre der Räume betrifft. Also ich glaube, wir haben eben über die Peripherie gesprochen oder über den Sakralraum gesprochen. Wir können in gleicher Weise über den Wohnraum sprechen und können da auch zu einer Intensivierung der Atmosphäre kommen, gerade zum Beispiel über Farbe oder Material. Beispiel. Aber das ist ja auch eine Entwicklung in deinem Werk oder in deinem Denken über Architektur, ne? Ja. Wenn du das jetzt 2003 hättest machen sollen, hättest du wahrscheinlich gesagt, das ist nicht meine Sache. Nochmal? Wenn du das 2003 hättest machen müssen, hättest du wahrscheinlich gesagt, das ist nicht meine Sache. Nee, ganz bestimmt. Das Denken hat sich erst im Laufe der Jahre eingestellt, ne? Aber das ist natürlich eine Ableitung auch aus der Beschäftigung mit Räumen und Raum, ne? Klar. Das ist klar, weil man dann irgendwie dazu kommt, den Raum von seinen Grenzen her zu denken und sozusagen auch, also die Intensität, die Atmosphäre, den Charakter und so weiter, auch von den Grenzen her des Raums zu denken. Ne? Also die Wand, der Boden, die Decke, das ist das, was im Grunde genommen, wo der Raum, wie Heidegger sagt, sein Wesen beginnt. Ne? Also von den Grenzen her beginnen die Dinge ihr Wesen. Und also denkt man darüber nach, wenn man über den Raum nachdenkt, denkt man dann jetzt, wenn es zum Beispiel um einen Wohnraum geht, eben von dessen Grenzen her. Und dann ist man beim Material, bei der Farbe und so weiter. Auch im Äußeren haben wir versucht, das hinzukriegen. Das ist aber dann mitunter nicht so einfach gewesen. Also wir haben zwar auch farbige Architekturen gemacht, aber oft genug war die Entscheidung dann eine andere, weil natürlich unsere städtischen Kontexte schon überlastet sind von Dingen, von Vielfarbigkeit und so weiter, sodass man dann doch irgendwie davor zurückschreckte und oft genug dann eben auf Farbgebung verzichtet. Aber es gibt eben auch Projekte, wo die Farbe nach außen tritt. Ja. Wenn ich noch kurz was erweitern darf zu meiner Frage. Na klar. Ich habe das mit der Wertigkeit angesprochen, da mich das interessiert hat, ihr seid eingestiegen in euren Vortrag so ein bisschen mit der Frage, wie kann ich oder ist es überhaupt möglich, die Atmosphäre für alle Menschen gleich oder für alle Menschen oder für mehrere Betrachter spürbar zu machen. Ne? Und deswegen habe ich an der Stelle gefragt, weil wir jetzt viel von Sakralräumen gesprochen haben und ihr in einem Museum wart und in großen U-Bahn-Haltestellen, das natürlich sehr, sehr repräsentative Orte für die Gesellschaft sind.
aber in dem Fall jetzt nicht die Rückzugsorte der Gesellschaft abdecken. Einfach mal nur so gesagt. Wenn man sich dann als Individuum wiederfindet in einem Wohnraum eben, deswegen hatte ich das als Beispiel genannt, und das auf die Frage zurückbringt, können wir das für alle spürbar gestalten, dann ist das natürlich so. Aber die Frage ist, man hat ja nicht wie bei einer Kirche die gleichen Anforderungen. Hier sollen sich alle Menschen, die kommen, wohl, ruhig, sinnlich, aufgehoben fühlen und einen Rückzugsort bekommen, sondern bei den Wohnsituationen der einzelnen Menschen kommt es eben auf verschiedene Bedürfnisse oder Ähnliches an, um es mal plakativ zu machen, wie wohnen alte Leute, wie wohnen Familien und wie wohnen Studenten und so weiter und so fort. Die Atmosphären, die dort entstehen und die zu 100% entstehen, weil das ist meine zweite Frage, ich lese die einfach mal mit vor, weil die da so ein bisschen mit reinspielt. Wie kann überhaupt über natürliche Atmosphäre gesprochen werden, wenn die Wahrnehmung nur durch Menschen ermöglicht wird? Das hatten wir vorhin kurz angesprochen. Wenn das Bild nicht da ist und ich das Bild nicht betrachte und das Bild ist auf einer Insel, dann kann ich mir, wie Andreas gesagt hat, nur vorstellen, wie das Bild wirkt und die Atmosphäre des Bildes oder auch eine Landschaft, wie sie wirkt, wenn ich nicht vor Ort bin. Genau. So, und aus dem Grund raus verstehe ich nicht ganz, wie man da von der Wertigkeit von Räumen sprechen kann, dass nur der natürliche Raum echte Atmosphäre erzeugt und gebauter Raum quasi dann manipulative Atmosphäre, was ich auf jeden Fall nachvollziehen und auch kann und verstehe und ich denke, dass das so ist. Aber es sind zwei Formen von Atmosphären und ja, wie wird dann eine Atmosphäre, die ein bisschen individueller gestaltet werden muss, wie verhält sich diese dann zu einer natürlichen Atmosphäre? Verstehen Sie, was ich meine? Ungefähr. Also man kann, Martin Seel, Andreas hatte das eben vorgelesen, hat ja sozusagen in seiner Ästhetik der Natur drei ästhetische Wahrnehmungsmöglichkeiten beschrieben. Eine davon ist die der Korrespondenz. Und die Korrespondenz beschreibt etwas, was meint, dass man sozusagen an Orte kommt, von denen man glaubt, dass man sie schon kennt, weil man mal dort gewesen wäre. Also weil sie vielleicht eine Ähnlichkeit zu einer Situation mit sich führen, die man glaubt, schon mal erlebt zu haben. Das kann in gleicher Weise ins Positive schlagen wie ins Negative. Das ist dann so eine Art Déjà-vu, das man dann hat, wenn man solche Orte aufsucht. Ja? Und ich glaube, dann in solchen Situationen können Orte, auch wenn sie nicht, also jetzt, wir haben eben über Natur gesprochen, solche Orte, die ein solches, die können eine gewisse, in Anführungsstrichen, Natürlichkeit für einen bekommen, weil sie in einer besonderen Weise mit einem verbunden sind. Zum Beispiel, ja, man könnte auch noch in einer weiteren Form darüber nachdenken. Wir hatten eben auch das Beispiel Böhm. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, sicher sind wir alle verschieden und unsere Wahrnehmung ist verschieden. Und Andreas hat eben darauf hingewiesen, warum das so ist, weil wir vielleicht aus unterschiedlichen Kulturräumen, weil wir in unterschiedlichen Kulturräumen und sozialen Rahmenbedingungen herangewachsen sind und so weiter, ist alles klar. Trotzdem gibt es vielleicht auch so etwas wie Archetypen. Das war eben angesprochen worden, innerhalb der Böhmkirche, ein Ort der Orte, viele Orte, die sozusagen auch archetypische Formung tragen, von denen unter Umständen wir vielleicht annehmen können, dass wir sie alle auf eine ähnliche, wirklich ähnliche Weise verstehen und wahrnehmen können. Also ich denke da zum Beispiel an verschiedene architektonische Elemente auch, wie beispielsweise ein Tor, eine Treppe, ja, oder eine Arkade oder so etwas. Und da gibt es eben
sehr viele solcher archetypischen Formen, die von uns wahrscheinlich, die von vielen von uns wahrscheinlich in ähnlicher Weise erkannt und verstanden werden und gedeutet werden können. Also ich denke, es gibt auf der einen Seite natürlich unseren individuellen Zugang zu Situationen, Atmosphären und Räumen, aber es gibt darüber hinaus auch Elemente, die wir vielleicht kann man das so sagen, im kulturellen Gedächtnis abgelagert haben und die dann wirksam werden, wenn wir auf solche Orte treffen. Und das kann natürlich auch die Wohnung betreffen. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel dazu geben. Ich hatte auch über diese Frage nachzudenken. Das war ein studentisches Wohnheim und ich wollte unbedingt mit Farbe arbeiten. Es ist auch eigentlich ein vollständig polychromer Bau geworden, äußeren und im Inneren. Aber dann ging es auch um die Entscheidung, wie sind denn jetzt die einzelnen Wohnungen darin. Also in den gemeinschaftlichen Bereichen ist der Bau polychrom und am Ende dachte ich, es wäre besser, die einzelnen Räume weiß zu lassen. Ja? Also um eben nicht diese sozusagen starke Vorbestimmung des Atmosphärischen da so zu unternehmen. Deswegen sind die Zellen alle neutral weiß, aber der Gemeinschaftsbereich, die Gemeinschaftsbereiche sind polychrom. Vielleicht hilft auch nochmal die Überlegung zurück zu Adolf Loos, dessen Raumplan ja durch die unterschiedlichen Raumgrößen, die in eine wie auch immer kubische Hülle gepackt werden, aber ganz unterschiedliche Formate haben und sehr komplexe Verbindungen zueinander eingehen und dadurch eigentlich ein Raumkontinuum schaffen, das jeweils unterschiedliche Räume für unterschiedliche Zwecke und für unterschiedliche Versammlungsformen des Menschen kodiert. Es gibt niedrige Räume, die klein sind, wo man weiß, das ist eigentlich ein Raum, in dem halte ich mich am besten nur zu zweit auf und am besten nur im Sitzen. Weil wenn ich stehe, wird es ungemütlich, weil die Decke zu niedrig ist. Und für mehr Menschen eigener Raum auch nicht. Und so kodiert Loos im Haus Müller zum Beispiel, nicht bei allen seinen Hütten ist das gleichermaßen gut, eine bestimmte Verhaltensform von Menschen in Bezug auf Räume. Und natürlich kann man diese Verhaltensform durch den Einsatz von anderen atmosphärebildenden Dingen wie Farbe oder von mir aus Temperatur oder Geruch weiter beeinflussen, glaube ich. Und wenn man mal überlegt, alleine wie Farbe wirkt, auch das beeinflusst das Körpergefühl ja ungemein. Ich kann damit Kälte erzeugen, ich kann damit Wärme erzeugen, ich kann damit wahrscheinlich sogar Stimmungen beeinflussen. Ich würde das nicht auf den banalen Sektor von Farbpsychologie im Moment bringen wollen, aber dass das möglich ist und dass es das tut in Verbindung mit Raumgrößen und Raumformaten, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und natürlich kann ich in dieser Art und Weise Farbe oder andere raumgestaltende Mittel so einsetzen, dass sie die Kodierung von Räumen unterstützt, dass ich mich da wohlfühle, dass ich mich da gerne lange aufhalte oder dass ich mich vielleicht gerne oder ungerne und weniger lange in einem bestimmten Raum aufhalte. Oder dass ich einen Raum nur gut finde, wenn da ganz viele Leute drin sind, die alle stehen oder die alle liegen, was der Himmel auch immer. Ne? Und ich glaube, dass das aber nur über Erfahrung und über die Kenntnis von solchen gemeinsamen Wirkungen von raumgestaltenden Mitteln überhaupt als architektonisches Entwurfsinstrument in Frage kommt. Herr Denk oder Andreas, könnte man an der Stelle dann sagen, dass, also ich bin noch ein bisschen nicht belastet, aber das Bild, das ihr gezeichnet habt von, also dass die Natur, wenn man vor ihr steht, aus irgendeinem Grund hat man das Gefühl, man steht, also ich zum Beispiel, und das ist vielleicht bezeichnend, ich stehe jetzt auf einem Berg und gucke in ein Tal und sehe viele Berge. So andere Leute, wenn sie an Natur denken, stehen vielleicht vor dem Meer und gucken aufs Meer. Sprich, da wirken andere Bilder oder man hat andere Ausgangspositionen. Es wirkt aber immer ein Gesamtbild von einem einzelnen Betrachter, das natürlich erschaffen ist,
weil es ja die Natur ist. Ne? Und was du jetzt gerade gesagt hast, ist im Prinzip die Aufschlüsselung der einzelnen Parameter, die auf einen wirken. Und die Aufschlüsselung dazu ist der Mensch mittlerweile in der Lage, die eben materiell herzustellen und demnach auch, wie ihr gesagt habt, manipulativ einzusetzen. Also kann man es, Frage jetzt, kann man es so verstehen, dass man durch die präzise und auch sehr sensible Einteilung, Positionierung und ins Verhältnis setzen und Proportionen waren vorhin auch ein großes Thema, durch die Zusammenstellung dieser ganzen Teile eben zwar nicht eine natürliche Atmosphäre erzeugt, aber eben eine, die nachvollziehbar und zugänglich für den Menschen ist und daraus resultierend gegebenenfalls einen, ich werde das jetzt absichtlich, einen angenehmen Raum schafft. Andreas, es war an dich gerichtet, oder? Ja, ich überlege gerade. Wenn du schon eine Antwort hast, leg los. Ich muss mal drüber nachdenken. Ich habe noch keine Antwort, aber... Ich weiß es auch nicht genau. Ich bin nicht sicher, ob das Ziel der Aufgabe ist. Ich auch nicht. Aber das war, deswegen habe ich das auch so ein bisschen gefragt, weil ich fühle mich so ein bisschen, vielleicht bin ich da nicht allein, so ein bisschen verloren auf diesem Berg, wo ich ins Tal gucke und mir denke, das ist natürliche Atmosphäre und da will ich eigentlich hin. Mhm. Was mache ich dann eigentlich als Architekt? So, also das ist so ein bisschen die Transferleistung, die ich nicht hinkriege. Ja, ja. Ob es das Ziel ist, eine natürliche Atmosphäre in Räumen zu erzielen, ne? Sondern vielleicht würde es tatsächlich darum gehen, raumspezifische Atmosphären zu überlegen. Genau, beziehungsweise was ist natürlich in der Raumsituation, in der genau. Nutzungssituation für den Menschen. Ne? Genau. Ne, ja. Was spreche dem natürlichen Ausdruck des Raums, den kann ich möglicherweise durch bestimmte Eingriffe in seiner atmosphärischen Eigenschaft verstärken. Mhm. Vielleicht reicht es damit dann auch. Ich finde es auch noch interessant zu überlegen, da wir eben abgegrenzt haben zwischen dem natürlichen Raum und dem gebauten Raum, wir Menschen sind ja letztendlich auch die Natur, wenn man jetzt ganz philosophisch denkt. Und wenn wir Menschen etwas bauen, ist es ja auch Natur, so wie das Nest eines Vogels unser Haus vielleicht unser Nest ist. Und vielleicht kann man das ja auch so verstehen, dass die Atmosphäre dadurch entsteht, wenn wir Menschen etwas mit unserer Natürlichkeit, mit unserem Herzblut machen, dass es dann atmosphärisch wird, anstatt etwas, das eben dann vielleicht industriell abgefertigt wird. Vielleicht kann man ja. da auch diese Schiene, ja. Das ist ein interessanter Gedanke, ne? Der trifft sich mit auch älteren Überlegungen, ne? Ob man merkt, dass irgendwas gut gemacht ist. Ne? Das ist ja so eine klassische Argumentation von Stadttheoretikern mal gewesen. Sagen, okay, diese ganzen Verwüstungen der Umwelt in der Stadt, das Zerstören, das Beschmieren von Dingen, wie auch immer. Es liegt daran, dass den Dingen selber nicht genügend Sorgfalt gewidmet ist. Vielleicht könnte man es umgehen, war manchmal die Argumentation, wenn man den Dingen so viel Geist einhauchen würde, dass selbst der größte Dösbaddel merkt, dass da wirklich das, was du als Herzblut beschrieben hast, dass da viel Eigeninitiative drinsteckt, dass sich da wirklich jemand viel Mühe gegeben hat, das so gut wie möglich zu machen. Und dass es dann so etwas wie eine spürbare Zuwendung eines Menschen zu einem Gegenstand gibt, der ihn spürbar auflädt und deswegen vor allzu leichtfertiger Zerstörung bewahrt. Ja. Ob das so ist, weiß ich nicht genau. Ne? Aber es ist immerhin ein möglicher Denkansatz, ne? Dass sich dieses Engagement von Menschen in den Dingen widerspiegelt. Ja, das ist gebaut. Schöne Glas wird, oder sowas. Ne? Die genau. brauchbare Gabel. Ne? Das sind ja alles Dinge, die nur durch Überlegung und durch einen handwerklichen Einsatz zu dem geworden sind, was sie hinterher sind. Und davor hat man vielleicht einen anderen Respekt, als wenn man denkt, okay, das ist so eine Massenware, bei dem es den Gestaltern egal gewesen ist, wie sie funktionieren und ob man sie wegwirft oder ob man sie behält. Ja, und dadurch, dass wir den Gebäuden vielleicht Herzblut geben, werden diese vielleicht menschlich und dadurch eben natürlich. Also so kann man vielleicht den Bogen zu diesen natürlichen spinnen, auch wenn es dann gebaut ist. Ja, und dass sie im Grunde genommen, dass in den Dingen dann auch eine Sensibilität vorliegt. Ne? Die,
bei der man dann spürt, dass sie für einen gemacht ist. Eine spürbare Sensibilität, ja. Mit dem Ziel des Wohlbefindens und nicht mit dem Ziel, nochmal der Flughafen, dass wir da durchgejagt werden durch so eine Einkaufsmeile, ja, dass wir uns nicht zu lange da aufhalten, aber so, gerade so lange, dass wir noch konsumieren können. Ja, und im Grunde genommen merken wir dann, die Materialien sind eigentlich nicht für uns gemacht, sondern die sind dazu gemacht, dass sie einfach zu reinigen sind, dass sie nicht so schnell verschleißen. Aber es ist nie, die sind nicht dafür ausgewählt, dass wir sie gerne anfassen oder dass wir gerne darüber laufen oder so. Mhm. Also diese Sensibilität ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ja. Andreas, könnte man an der Stelle referenzieren zu dem phänomenologischen Ansatz, also zu den Sachen selbst quasi? Sag nochmal, ich habe es... Dass man an der Stelle referenzieren könnte, also zu der Aussage zu den Sachen selbst, was ja so ein bisschen so ein phänomenologischer Ansatz ist, dass man die Sachen eben als einzelnes Objekt und betrachtet und sie demnach auch wertschätzt, herstellt, erstellt und sich den zu, ja, wie dieser... Das ist diesem Ausdruck halt schon sagt, zu den Sachen selbst, dass man sich dem einzelnen Produkt oder dem einzelnen Projekt jeweils individuell unterordnet und das dann daraus aus der Addition oder der Komplexität und der Vielfältigkeit eben dann daraus eben die Atmosphäre entsteht, die, glaube ich, auch gerade Mariola, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, versucht hat zu beschreiben, da das eben auch menschengemacht ist, aber dann die Sachen selbst eben und dann zu Ende durchgedacht und eben der Flughafen nicht nur zum Durchjagen, und das fand ich gerade sehr schön beschrieben mit dem zeitlich abgegrenzten Einkaufsspektrum, das ist schon so entkoppelt von dem, was man eigentlich an dem Ort macht, dass es eben überhaupt nicht mehr nachvollziehbar und demnach auch nicht mehr atmosphärisch ist. Ja, da ist bestimmt was dran, ne? Also es gibt ja einen berühmten Roman, der irgendwie mordsmäßig anstrengend zu lesen ist, in dem aber alle diese Sachen eigentlich erörtert und beispielhaft vorgeführt werden. Das ist das Rosenhaus von Adalbert Stifter. Irgendwie 1000 Seiten Dünndruck oder sowas und wirklich enorm mit vielen Längen ausgestattet. Aber da geht es darum, dass der Protagonist durch Zufall mehr oder weniger in ein Haus gerät, wo der Hausherr alles gestaltet hat. Das gesamte Haus ist gestaltet, alles hat einen Platz, alles ist an seinem Ort, alles ist irgendwie in eine bestimmte Ordnung gebracht. Und ein Großteil des Buches handelt davon, wie dieser Gast, der immer wieder in dieses Haus gehen kann, wie der zunehmend wahrnimmt, in welche Ordnung das gebracht worden ist. Das ist natürlich auch eine Metapher für ein geordnetes Leben oder wie auch immer, ne? Aber genau diese atmosphärischen Eindrücke, ich glaube, das Buch ist von 1851 oder 61 oder sowas, also schon steinalt. Aber was das angeht, vorbildlich, weil da tatsächlich überlegt wird, was passiert eigentlich, wenn ich in der Lage bin, so eine Ordnung aller Dinge herzustellen und wie wirkt das auf mich? Und das wirkt auf den Protagonisten dann enorm beispielgebend. Ne? Der versucht dann selber darüber etwas zu erfahren, wie man das macht und selber sein gesamtes Leben so einzurichten, dass es irgendwie in diese eigenartige, entweder spießig oder total revolutionär, auf jeden Fall gut geordnete Welt hineinpasst. Das ist interessant, weil sich da auch immer wieder so atmosphärische Perspektiven entwickelt, die vom Erstaunen über diesen geordneten Kosmos bis hin zur Liebe, die sich in diesem Haus entwickeln kann, alles Mögliche an menschlicher, emotionaler Vielfalt entwickeln kann. Das ist alles immer gekoppelt an dieses Erleben von Räumlichkeit und bestimmten Ordnungsprinzipien und bestimmten Eindrücken. Insofern könnte das so sein, ne, dass man tatsächlich, wenn man merkt, so wie ich vorhin gesagt habe, dass irgendwie eine bestimmte Situation sehr gut ist und mit Bedacht so gemacht ist, dass man da einen anderen Eindruck davon bekommt, so wie Uwe es auch gerade ausgeführt hat, dass man da gut aufgehoben ist. Ne, weil man erkennen kann, dass sich jemand darum Gedanken gemacht hat, wie man sich im Raum aufhält. Was nicht jedes Mal der Fall sein muss. Das wäre tatsächlich dann ohne diese mitunter etwas penible Übersorgfalt, die Stifter da in seinem Buch verrät, nachmachen zu müssen, das wäre eine wichtige Aufgabe der Architektur. Halt für den Raum und seine Elemente.
Okay, verstanden. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen oder Beiträge, Diskussionsideen? Ansonsten würde ich, ist es 20.30 Uhr. Seid ihr damit einverstanden, alle? Ansonsten würde ich sagen, wir beenden den Abend. Ich warte jetzt mal noch. Ah, da kommt noch was. Nee, ist eine Direktnachricht. Es geht, nee, was anderes. Vielen Dank für den Vortrag, sehe ich jetzt hier noch. Ja, also wenn es keine weiteren Ideen, Fragen zu den Atmosphären gibt, ich glaube, es gibt viele Gedanken dazu noch und die werden den einen oder anderen vielleicht auch heute Abend noch oder die nächsten Tage noch ein bisschen beschäftigen. Ich fand es sehr, sehr interessant, vor allen Dingen für mich immer als Nicht-Architektin ist das natürlich ein Thema, das ich sehr gut verfolgen kann. Ich danke Andreas und Uwe Schröder auf jeden Fall und ja, möchte mich verabschieden für, das ist wie gesagt ja auch der letzte Vortrag der Reihe gewesen und wir planen gerade schon die nächste und da kriegen Sie dann natürlich auch Informationen. Andreas, möchtest du noch was vielleicht in der Rolle des AT-Mitgestalters sagen? Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, das war. Ist alles gesagt, oder? Ich habe mich über die angeregte Diskussion sehr gefreut. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich war sehr konzentriert und das führt auch immer weiter, wenn man sich über solche Dinge nochmal Gedanken macht, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema bei dem, was wir da betreiben. Ja, man sieht es ja, wenn es euch schon seit 18 Jahren begleitet, wird wahrscheinlich auch noch die nächsten 18 Jahre begleiten. Ja, okay. Ich freue mich dann auf den AT dann. Wir machen dann noch einen. Okay. Zum gleichen Thema. Nein, sehr schön. Okay, ich verabschiede mich und sage nochmal Danke an alle, die da waren. Waren irgendwie über 170 da. Das fand ich, freut uns natürlich immer sehr. Und bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Einen schönen Abend. Danke, Sabine, für deine Moderation. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Ciao, Jus. Tschüss an alle. Du sollst nicht so viel trinken. Ich trinke ja nur das hier. Was hast du denn da? Lecker. Der Mischmasch. Mm. Lecker, süß. Da ist die Heike. Oh, Heike. Wir hören dich aber nicht mit ausgeschaltetem Mikrofon. Jetzt aber. Hi, grüßt euch. Hallo. Hallo, Paul. Ich muss ja das Bild wegmachen, weil ich noch was anderes machen muss. Deswegen, ich höre euch aber und sehe euch. Geht mir genauso. Ich muss auch zwischendurch mein Herd anmachen. Ach, ihr könnt einfach nur so ein Standbild reinmachen. So als ob jetzt einfach so ein Foto machen, dann sieht das so aus, als würde man die ganze Zeit so in die Kamera gucken. Genau. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das machen sollte. So wie jetzt, so guck. Und dann ein Foto machen und das dann einfach reinstellen. Es wird doch nicht auffallen, oder? Ja, du müsstest es auf Pappe kleben und irgendwie ja. So an den Föhn stellen, dass es immer so ein bisschen wackelt. Ich habe mich nur gefragt, der unwahrscheinliche Zeit, genau. Dass das normal ist, ob dann auch so viele kommen. Was? Aber Andreas, Paul? Du hast die Frage vom Thorsten nicht beantwortet. Nein, die kann man auch nicht beantworten. Gibt es Kunst ohne Betrachter? Die war gut, die Frage. Ja, ich weiß das eben nicht. Ne? Das ist, ich glaube, in dem Moment, habe ich ja gesagt, in dem Moment, in dem man sich vorstellt, dass sie da ist, gibt es sie. Mhm. Das ist das Problem mit Konzeptkunst. Ne? Ich glaube, das verhält sich ähnlich wie mit der Frage, was befindet sich hinter unserem Universum? Ja. Mhm. Ja, die Antwort ist 42. Richtig. Genau. Was?
Kannst du Google sogar, wie heißt sie, unsere Freundin? Siri kannst du sogar fragen, ne? Was heißt 42? Paul, die ist auch nicht. Woher warst du aus anderen? Per Anhalter durch die Galaxis. Galaxis ist das, ne? Ach so. Okay. Da bin ich ungebildet. Naja, aber was interessant an der Frage von vorhin ist, ist, das treibt mich so ein Stück weit, ich sag mal, seit meinem Deutsch-LK um, ne? In der Schule. Eine Sache, die man da mitkriegt, ist, wie sich der Blick auf die Welt durch verschiedene Epochen verändert hat. Also, dass die Menschen in der Romantik eine völlig andere Weltsicht hatten und einen völlig anderen Realitätsbegriff und so weiter, als die Menschen in Biedermeier oder in der Aufklärung oder so, ne? Also das wäre ja zum Beispiel auch interessant, ne? Also sagen wir mal, wenn Atmosphäre ohne Mensch gar nicht existiert, im Menschen aber vielleicht sowas wie ein Filter existiert, wo das erst durchlaufen muss. Oder also dann wäre zum Beispiel die Frage, ist Atmosphäre vor oder nach dem Filter? Ja. Die ist schon da. Ja, ja, also das ist sehr philosophisch. Ich glaube, das hat auch was mit der Frage des Glaubens als Religion zu tun. Ich glaube, dass man, ja, weil du musst ja überlegen, ob es etwas gibt ohne den Menschen. Und das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ja, ich glaube, es ist fast eher physikalisch, ne? Es hat was mit unseren Wahrnehmungsbedingungen zu tun. Es ist so wie Schrödingers Katze. Nein, das hat ja eben, ich meine, es hat eben nichts mit Wahrnehmung zu tun. Das Kunstwerk existiert, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Aber wenn du gar nicht weißt, dass es ein Kunstwerk gibt? Das ist egal. Das Kunstwerk ist, wenn es da ist, ist es da, auch wenn du es nicht weißt. Aber es spielt keine Rolle. Oder? Nein, das spielt keine Rolle. Für dich in dem Moment spielt es keine Rolle. Deswegen kann ich eben nicht entscheiden, ob es für mich als Atmosphäre wirksam ist oder nicht. Nee, das ist richtig. Aber so habe ich die Frage von Thorsten nicht verstanden, sondern ich habe die Frage so verstanden, grundsätzlich gibt es Kunst, ohne dass man sie sieht oder von ihr weiß. Ja, also das ist, ob das dich jetzt beeinflusst oder nicht, ist egal, sondern das ist... Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das gleiche Phänomen wie mit Schrödingers Katze. Ne? Die kenne ich nicht, die öffne ich noch nicht. Ja, das ist so eins der Paradoxa der Physik. Da geht es eigentlich um das ist ein Gedankenmodell. Ne? Es geht um die Katze, die in einem Inkubator ist. Also die wird langsam, da wird langsam die Luft rausgezogen. Und du weißt, irgendwann wird diese Katze sterben. Ne? Und du kannst aber den Moment nicht genau bestimmen. Das heißt also, du kannst, wenn du die, weil das nicht durchsichtig ist, das Gefäß, in dem die sitzt, sondern geschlossen, kannst du nur vermuten, wahrscheinlich ist die Katze tot, weil die Luft jetzt wahrscheinlich raus ist. Aber du kannst es nicht genau sagen. Ne? Das heißt also, du musst, um festzustellen, ob die Katze noch am Leben ist oder ob sie tatsächlich schon das Zeitliche gesehen hat, diese Kiste oder diese Box öffnen, um nachzugucken. Und in dem Moment beeinflusst du das Experiment. Ne? Das hat irgendwas mit Unschärferelationen und solchen Sachen zu tun. Wo immer der Mensch durch seine Beobachtung dem Gegenstand einen Impuls, also eine Energie mitgibt, die ihn per se in seiner Existenz verändern. Ne? Immer wenn ich etwas angucke, erfülle ich diesen Gegenstand oder die Situation mit einer bestimmten Form von Energie, indem ich sie betrachte. Und dadurch verändert sie sich schon. Und ich kann also nie sozusagen einen Gegenstand oder einen Menschen oder sowas zweimal in der gleichen Art und Weise sehen, weil ihn der Impuls meiner Betrachtung per se schon verändert. Entweder in meiner Wahrnehmung oder als solchen. Ne? Das ist das alte Buddha-Motiv, du springst nie zweimal in denselben Fluss. Und genauso verhält es sich, glaube ich, auch mit dieser Kunstbetrachtung. In dem Moment, in dem ich anfange, darüber nachzudenken, ob es sie gibt oder nicht, kann ich sie möglicherweise schon ins Leben befördern. Oder genauso kann ich in dem Moment, in dem ich überlege, ob dieser Raum eine Atmosphäre hat oder nicht, oder ob ein Raum überhaupt eine Atmosphäre hat,
fange ich an, ihn mit einer bestimmten Eigenschaft auszustatten, weil ich darüber nachdenke. Und genau dieser gedankliche Impuls, ne, für den Philosophen von Weizsäcker wäre das ein Ur gewesen, eine Informationseinheit, die man diesem Objekt zugutekommen lässt. Verändert sich das Potenzial an möglichen Informationseinheiten, die das Ding per se aufweist. Hochkompliziert und sehr abstrakt, aber ich fürchte, so ähnlich ist es irgendwie. Immer dann, wenn ich etwas angucke, wenn ich etwas wahrnehme oder so, verändere ich es dadurch, dass ich es wahrnehme. Ja, ja, das ist. Ja, und der erste Moment ist ja auch vorbei. Ja. Genau. Aber das ändert ja nichts, das ist doch trotzdem da. Also ich finde es jedenfalls auch, also fast schon aufregend, über sowas nachzudenken. Also das ist total grundlegend. Ich weiß nicht mehr, wo das herkommt. Ich kriege es nur noch so schemenhaft in den Kopf. Aber das hab zum ersten Mal, das ist auch schon Jahre her, ne, diesen Gedanken mitgekriegt, als es um ein Reh auf einer Lichtung ging. Mhm. Da geht es um zwei Dinge. A, die physische Anwesenheit des Rehs auf der Lichtung. Also ist das überhaupt da? Woher wissen wir, dass Rehe auf Lichtungen stehen? Ja? Tun sie das vielleicht nur, wenn wir zufälligerweise auch gerade da sind? Ne? Oder, und wenn wir jetzt eine Kamera aufstellen, was sehen wir dann? Sehen wir dann das Reh auf der Lichtung oder nur den Film eines Rehs auf einer Lichtung? Ja. Was dann ein Indiz für die physische Existenz des Rehs wäre, aber nicht der... Also, ne, führt jetzt so weit. Und die zweite Frage ist, ein Reh auf einer Lichtung als Bild für Schönheit. Ne? Also möglicherweise ist das Reh auf der Lichtung tatsächlich physisch vorhanden ohne uns, aber was kommt dieser Aspekt der Schönheit erst dann dazu, wenn wir dazukommen? Klar, genau. Dann gab ich dem Reh einen Stips, da war es aus Gips. Ich brauche jetzt auch einen Wein. Ich muss noch eine Vorlesung. Ich über nachdenken. Vorlesung. Was ist noch Vorlesung morgen? Ich trinke noch einen Tee. Prost. Ja. Schönen Abend. Okay. Zusammen, ihr Lieben. Dann. Wir machen da weiter. Ist auf jeden Fall immer interessant. Ja, ja. Ich auch. Tschüss. Alles Gute. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja, wir essen jetzt was. Tschüss. Tschüss.